Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren und neuen Folge von Forest Frontier. Ich weiß immer noch nicht, ob es so richtig ausgesprochen ist. Es ist mir aber auch egal. Ihr werdet mich in den Kommentaren so oder so verbessern. Lacht über mich und meine Englischkenntnisse. So, in der letzten Folge kurze Zusammenfassung. Stadtzentrum gebaut. Einige Gebäude gebaut. Wo wir mit vielen noch nichts anfangen können. Zum Beispiel mit der Mintmühle, weil wir hier Werkzeug brauchen und Flachs. Dann war jetzt meine Idee, einen Handelsposten zu bauen. Da sind sie dran. Und ich hoffe, dass wir dann dadurch ans Ziel kommen. Was wir noch bauen, ist die Heilkunde Haus. Es kostet zwar monatlich Gold. Aber es muss leider sich. Okay, wir brauchen Lehm. Wir brauchen auch da wieder Lehm. Gut. Ja, wir kriegen schon alles. Das Dorf wird überfallen. Warte mal. Die 5 Plünderer greifen an. Stopp mal hier. Okay. Okay. Ja. Okay. Angriff. Okay. Jetzt weiß ich auch endlich, was hier passiert. 3 Dorfbewohner sind gestorben. Okay. 3 Dorfbewohner sind erkrankt. Okay. Eine Gruppe von 5 Plünderern greift an. 3 Plünderer greifen an. 1 Plünderer beschäftigt. 3 greifen Plünderer an. Okay, 1 Plünderer ist gestorben. Hallo? Okay, wir brauchen ja noch ein paar Mann, wenn es geht. Jungs, die bräuchten da Hilfe. Okay. Okay. Das ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich erhofft habe, tatsächlich. Okay. Im Kampf verwundet. Ja. Okay, ich würde dieses Gebäude tatsächlich jetzt erstmal verschieben. Und zwar dorthin. Gegenstände geplündert. 170 Räucherfisch. Natürlich. Wir haben für keinen Monat mehr Essen. Wir haben 10. Ne, sogar mehr. Eieieiei. Okay, das war jetzt nicht so gut. Das war nicht so gut. Okay. Okay. Das war jetzt alles nicht so gut. Ein Dorfbewohner ist noch gestorben, alles klar. Ja, und da stirbt noch einer. Okay, dann haben wir nur noch 30 Dorfbewohner. Oh, das ist wirklich schlecht. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz schlecht. Hier sind Gebäude kaputt. Wir haben kaum noch Essen. Okay, wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir hier über die Runden kommen, tatsächlich. Ja, mir fehlt. Was bringt mir eigentlich gerade Getreide die ganze Zeit, wenn wir mit dem Getreide so oder so nichts anfangen können? Und da ist auch dieses Luchs, was ich eben die ganze Zeit gesucht habe. Das ist doch schon mal schön. Das löschen wir mal ganz kurz. Dann schmeißen wir... Nein. Das löschen wir kurz und dann schmeißen wir das da rein. So. Dass wir nächste Saison das Zeug bekommen.
Okay, ja, ich hätte da ein bisschen, glaube ich, besser aufpassen müssen. Okay, ich merke gerade, ich bin komplett unvorbereitet für das Spiel, aber es ist okay. Okay, wir wissen aber jetzt schon mal mehr. Also, wir werden angegriffen von irgendwelchen komischen Häuptlingen, Plünderer. Die greifen aber scheinbar immer nur das Dorf an, wenn ich das richtig gesehen habe. Das bedeutet für mich, ich weiß nicht, ob die das auch angreifen. Ich vermute jetzt erstmal nein. Ich hoffe nein, sagen wir mal so. Ich vermute aber wohl, die greifen alles an. So, er macht hier Weizen. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum wir das gemacht haben. Aber ist okay. So, wir müssen kurz ein bisschen planen. Wir haben jetzt wieder für 3 Monate Fressen. Wobei das Essen für 3 Monate aktuell halt sehr schnell kaputt geht. Hast du noch Fisch im Lager? Nein. Aber du bringst jetzt gerade, glaube ich, Fisch ins Lager, oder? Nein. Okay. Ich bin gerade so ein bisschen am... Kurz mal meine Gedankengänge mitzuteilen. Also, ich bin gerade am Überlegen. Wir haben jetzt hier das Problem. Wir haben jetzt noch für 2 Monate Fressen. Wir haben kaum Holz. Wir haben kaum Arbeiter, weil die meisten jetzt gerade verstorben sind wegen dem Angriff. Das bedeutet für mich, wir müssen gucken, wie wir hier jetzt zurechtkommen. Den Turm, den habe ich schon verschoben. Da ist auch einer drin am Arbeiten. Das ist easy. Den würde ich auch erstmal drin lassen. Also tatsächlich, falls wir angegriffen werden, dass da jetzt direkt jemand ist. Wir können die meisten Gebäude gerade nicht bauen, weil uns Lehm fehlt. Und wir können auch weiterhin kein Leben bauen. Aber wir haben jetzt das Handelsdingen. Das bedeutet für mich, wir können so ein bisschen handeln. Wir haben 40 Gold. Ich tue mal 20 Gold da rein. Und jetzt muss ich überlegen, was würde ich denn gerne verkaufen? Wir haben aktuell nichts zum Verkaufen, was wir bräuchten. Wir haben nur Sachen, die wir brauchen. Und das würde bedeuten, ich würde gerne kaufen... Werkzeug? Nee. Eigentlich würde ich was kaufen, was nicht da ist, oder wie? So, wir machen hier mal erstmal wieder an. Okay. Ich würde gerne kaufen. Händler 1, Händler 2. Ah, okay. Es kommen immer Händler dahin. Ah, okay. Verstehe. Und wir bräuchten... Ein neuer reisender Händler ist angekommen. Okay, verstehe, wie es funktioniert. Wir bräuchten halt hier... Wir bräuchten Flachs und schweres Werkzeug. Flachs und schweres Werkzeug. Da. Wäre eins. Was wollen die dafür? Ich will nur eins. Ich will, möchte nicht. Was möchten die dafür? Moment. Die wollen dafür 327 Gold? Wo soll ich denn das herholen? Okay. 300. Ich habe halt gar kein Geld. Bestätigen. Gold in der Handelsposition. Ja. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir verkaufen maybe das da. Wie mache ich denn das? Kaufen? Kaufen und lagern? Nee, ich möchte ja verkaufen, mein Freund. Wie kann ich denn... Ach so.
Okay, ich glaube, ich verstehe. Okay, Moment. Wir haben aber hier tatsächlich nichts, was wir ihm wirklich verkaufen könnten. Mein Ziel wäre jetzt, Brennholz zu verscherbeln. Ich brauche halt dieses eine Werkzeug hier. Diese 327 Gold. Wir haben keine Kerzen, wir haben gar nichts. Okay, dann können wir leider hier nicht ins Geschäft kommen. Auch wenn ich gerne mit euch ins Geschäft kommen würde. Wir haben aber leider nichts. Also wir haben tatsächlich nichts. Ich kann dir zwei Waffen anbieten, dann hätten wir 200. Wir hätten dann... Ach, der Fing funktioniert halt auch nicht. Das ist alles so blöd. Das ist alles blöd. Wir sind halt jetzt irgendwie ein bisschen arm. Abreise in 20, 40 Tagen. Ja, das ist gut, aber auch schlecht. Könnte die Waffen verkaufen, hätte dann aber für nächstes Jahr. Boah, will ich die Waffen verkaufen? Eigentlich nicht. Warte mal. Wait. Er bietet Eisen für 12. Ah, okay, das waren Holzbretter. Schade. Ich dachte, ich könnte sie jetzt da so ein bisschen mit hin und her handeln. So ein bisschen. Aber ist auch nicht. Wir hätten 27 Stämme. Würden halt auch nur 2 geben. Also von daher, es ist auch blöd. Okay, wir können tatsächlich nicht handeln. Also wir kommen nicht drum herum. Wir können gerade nicht handeln. Das ist okay. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie unsere Dorfbewohner hier so oder so am Leben halten. Von daher, wir machen hier jetzt erstmal ja nichts. So, du erntest. Ja, gleich. Junge, 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 Junge. Da liegen noch die Toten. Hier liegt auch irgendwas. Eieieiei. Okay, wir müssen, glaube ich, irgendwie gucken, dass wir hier mal ein bisschen. Fischer. Wir brauchen Fischer. Wir brauchen weniger Bauern. Eigentlich. Wir brauchen, ja. Okay, wait. Wir werden hier auf jeden Fall jetzt einen rausholen. Obwohl, nee, können wir eigentlich auch nicht. Katastrophe, Katastrophe. Was so ein Angriff mit meiner Moral hier macht. Ey, das ist ja unbeschreiblich. So, jetzt fängt auch nochmal die Katze an zu schreien. Die will jetzt bespielt werden. Mal gucken, ob wir sie kurz ruhig stellen können. Ja. In der Zwischenzeit gucken wir aber mal. Wir haben wirklich irgendwie gerade Mangel an allem. Das ist mein Problem. Und wir haben jetzt wirklich nur noch. Oh, die Kacke, Kack. Die Fischer sind aber halt am Arbeiten. Das sieht man ja. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist einfach, besteht darin, wir haben von allem gerade zu wenig. Und ich weiß nicht, warum wir von allem zu wenig haben. Das ist so, als ob hier so viele, viele Betriebe einfach nicht gerade richtig arbeiten. Beeren 2. Nüsse 2. Der hat halt auch schon gutes, eigentlich gut geerntet. Also wir brauchen irgendwie. Ich glaube, das wird hier ein Reinfall, diese Runde. Die sind jetzt, denke ich, weg, glaube ich. Jupp. Das ist gut. Wir hätten auch kein Lehm kaufen können, sonst hätte ich ja hier Lehm gekauft. Auch das. Ein Gebäude braucht mehr Arbeiter. Ja, was soll ich denn machen? Ich würde euch gerne mehr Arbeiter geben, aber das Lager ist leer. Ja, das ist halt wirklich so. Ich hätte auch gerne, dass es voll wäre, aber. Oh! Die kriegen das erste Holz für den Wagen. Das finde ich schon mal gut. Haben wir denn alles, was Holz anbetrifft, jetzt weg? Nee, noch nicht ganz. Okay. Also wir kämpfen uns jetzt hier durch, ne? Also, ob er das wollt oder nicht. Beziehungsweise ich werde mich da durchkämpfen, weil ich möchte das hier schaffen. Also, wirklich jetzt. Sowas lässt mich ja sonst nicht wieder ruhig schlafen, tatsächlich. Wir brauchen auf jeden Fall neue Dorfbewohner. Können wir hier irgendwo welche vielleicht Dorfbewohner in Garnison umwandeln? Ich hätte das, glaube ich, eben mal machen sollen, was?
So, können wir hier irgendwas noch machen? Gerade? Ich glaube, nein. Ja, die Nahrung. Die Nahrung ist halt gerade wirklich Katastrophe. Da gebe ich euch vollkommen recht. Wir haben halt keine Nahrung. RCS bist du schon am Angeln, das ist gut. Ausbildung keine. Aber sonst gehtet ihr soweit gut. So, was macht unser Wagen? Der Wagen hat schon 8 Holzbretter. Das ist doch schon mal sehr fein. Das bedeutet, oh, 10 sogar schon. Okay, also das läuft. Wir haben jetzt auch wieder zweimal jährliche Einkommen ist auch da. Heißt, wir können wieder Geld transferieren. Falls doch noch jemand kommt, der uns ein gutes Angebot für irgendwas macht. Okay, Geld schon mal zum Handelsposten, weil müsste gleich eigentlich ein Handelsposten wieder kommen. So, er erntet, die machen jetzt hier diese Flachs. Ich weiß zwar noch nicht irgendwie, wie ich das bearbeiten soll, weil wir haben immer noch keinen Flachs. Das ist die Weberei hier. Die kriegt auch gerade so ein bisschen immer mal wieder Holz. Okay. Also das ist das. Ich überlege, was wir machen könnten, dass... Achso, hier wollte ich mal reingucken. Bin mir jetzt mal so auf, aber... Nein, sie sind nicht Level 2. Ich bin am überlegen, was wir jetzt machen könnten. Also, dass es für uns jetzt hier schneller läuft. Ich glaube gerade nichts. Es ist ein neuer Händler eingetroffen. Oder es sind einer. Wir gucken mal ganz kurz, was er hat. Wir haben Kräuter. Wir lassen die weiterlaufen im Hintergrund. Fleisch. Wir könnten Fleisch kaufen. Bringt es uns was, Fleisch zu kaufen? Nein. Nein. Bringt uns nichts. Bringt uns nichts. Gibt es irgendwie einen Timer, wann, falls es nochmal zu einem Überfall kommt? Aber nein, ne? Ist da jetzt noch ein zweiter Händler angekommen? Nein. Weil der Händler bringt mir halt gar nichts. Also der hat nur Schrott bei. So, wir tun auch noch das letzte Geld rüber. Das kann ein Reisender, ja, aber der hat mir nichts bei, was ich brauche, Mann. Der kann sich wieder verpissen. Entschuldigung. Weg mit dem. So, der erste Wagen dürfte fertig sein. Aber ich glaube, das ist... Ah, da kommt der zweite Händler. Auf dich habe ich gewartet, mein Freund. So, bitte hab irgendwas mit, was ich brauchen kann. Eine Kuh? Für 700 Gold? Du musst eine Scheune haben. Ja, okay, aber für 700 Gold? Himmel, was ist denn das für eine Kuh? Ist das die goldene Kuh oder was? Backsteinmehl, Superware, Ton. Oh, Ton. Oh, er hat gar keinen Ton bei. Hä? Ach, er will Ton. Hm, natürlich. Er hat eigentlich nur bei Räucherfleisch und Seife und Käse, Steine und Stämme. Er hat bei immer noch dieselbe Kacke, die wir immer noch nicht brauchen. Ja. Kommt da unten noch irgendwas? Nee, eigentlich nicht, ne? Nee. Okay. Er hat... Wir haben beide nichts bei, was ich brauchen kann. Ey, das kann's doch nicht sein. Das kann's doch nicht sein, oder? Warum haben die denn nichts bei? Ha. Ha, okay. Ja, wenn sie nichts bei haben, haben sie halt nichts bei, ne? Was will ich jetzt machen? Ja, du hast jetzt kein Holz mehr. Holz wird aber auch nicht gesägt, sehe ich gerade. Weil, gar keinen Bock, oder wie? Können wir hier vielleicht ein paar Leute dazu animieren, hier irgendwas zu machen? Ne, sie laufen jetzt nur dahin, oder was? Ja, dann, ach. Ja, gut. Also mir wäre eigentlich geholfen, wenn du diesen Baum hier... Ressourcen abbauen. Ein neuer Dorfbewohner ist. Ach, schön. Und ein neuer Siedler namens ist eingetroffen und eingezogen. Sehr schön. Wir haben zwei neue Dorfbewohner.
Der eine, der noch nichts machen kann, weil er zu klein ist, und die andere, die fängt hoffentlich direkt an zu arbeiten. Wir haben für 4 Monate, da kommt ein neuer Händler, sehr schön. Ich hoffe, der bringt mir jetzt irgendwas mit, was ich ansatzweise gebrauchen kann. Zum Beispiel hier irgendwas. So, zeig mir mal da. Okay, der hat Eisenerz, interessiert mich alles nicht. Er hat Werkzeug, interessiert mich nicht. Er hat das mit, was mich interessiert, und das kostet hier 300 Gold. Okay, 300 Gold und ich habe 120. Und wir haben nichts, was er möchte. Hat er irgendwas, was ich habe, was er möchte? Nö. Okay. Wir hätten Räucherfisch, aber ich möchte keinen Fisch Räucherfisch verkaufen, weil das brauchen wir. Wir hätten 3 Schwerter, die er nehmen würde. Ich würde diese 3 tatsächlich eben einmal verschieben, bestätigen, und dann würde ich diese tatsächlich verkaufen wollen. Ich möchte die verkaufen. Ja, dann müssen wir gleich mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Und er hätte 6, warte mal, Moment, 3 sind, okay, die reichen auf jeden Fall. Auf Lager halten? Nein. Nein. Gegenstand wird gelagert. Okay. So, Moment. Diese Wagen werden wir jetzt mal ganz kurz hier ausmachen. Und zwar, du bist raus, du bist umgeschaltet. Okay, dann haben wir hier wenigstens einen Mitarbeiter noch mehr. Ist mein Werkzeug? Ja, ist da. Okay, ich würde die gerne nicht kaufen, sondern verkaufen. Im Handelsposten. Oder will er die nur kaufen? Moment, wir machen noch mal ganz kurz Pause. Irgendwie verstehe ich das Ganze hier immer noch nicht. Ach so, er will nur das da kaufen, oder was? Ach so. Ja, okay, das ist jetzt belastend. Er will nur diese Sachen kaufen. Und er will nur diese Sachen verkaufen. Ey, das ist, okay, das ist belastend. Gut, dann können wir weiter vorspulen hier. Ja, gut, also trotz alledem keine Werkzeuge für uns. Das ist schlecht, aber was wir jetzt haben, wir haben den Flachs auch. Also es fehlt tatsächlich nur noch dieses Gerümpel an erweiterte, da, schwere Werkzeug. Okay, ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass wir es bekommen. Naja, in der nächsten Folge werden wir dann weiter gucken. Also, erster Angriff überlebt, mehr oder weniger. Und wir versuchen uns jetzt gerade so ein bisschen wieder zu erholen. In der nächsten Folge wird es also hier weitergehen. Und ich hoffe, dass wir bis dahin so ein bisschen besser zurechtkommen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen und schönen Tag. Und wir sehen uns bestimmt in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, einen schönen Tag. Ciao, ciao.